c3lingo.org. Okay, so we can get started with the talk. And I would like to see a few hands. Who of you wir können mit dem Talk beginnen. The Congress Center without seeing a 3D printer? So, erst ein paar Fragen an das Publikum. Wer ist herumgelaufen auf dem Kongressgelände, ohne einen 3D-Drucker zu sehen? Das war eine Meldung. Also hören, jetzt können wir, haben wir die Chance, uns in dem Talk ein bisschen Hintergrundinformationen über diese Technologie anzuhören. Vorher habe ich einen Tweet gelesen über einen Kongress-Bingo. An, auf der linken oberen Ecke war das Feld 3D-gedruckte Sexspielzeuge. Ich glaube, dieser Talk ist sehr relevant für den Kongress. Dieser Talk ist von Sascha Frieske. Er hat in Berlin studiert und in St. Gallen und sehr viel Forschung in Stanford gemacht. Und jetzt ist er ein Professor in Würzburg. He's a professor for management and entrepreneurship. And, Verzeihung, hier ist ein Professor für Management und verlässt Würzburg in 3 Tagen und wird dann weiter in Amsterdam arbeiten. Heißt ihn willkommen. Yes, hello, good evening. Thank you that, hallo und guten Abend. Vielen Dank, dass manche von euch hierher gekommen sind zu dieser späten Stunde. Mein Name ist Sascha. Das ist ein unüblicher Vortrag für mich. Normalerweise gehe ich nicht zu Konferenzen, bei denen es um 3D-Druck geht, sondern zu Konferenzen, bei denen es über Kreativität geht. Ich dachte, das ist eine gute Gelegenheit, zu der Community zurückzugeben, die sich tatsächlich mit 3D-Druck auseinandersetzt, die 3D-Druck macht, weil während der Forschung haben wir sehr viele dieser Leute genervt und interviewt. Und ja, deswegen finde ich es schön, jetzt den Talk hier geben zu können. Ich werde über 3D-Drucker reden, die man zu Hause haben kann, nicht an die großen Industriellen, mit denen man vielleicht Flugzeuge drucken kann oder Bestandteile für Flugzeuge, sondern für die, die ja, jeder zu Hause haben kann. Wenn wir ein paar Jahre zurückschauen, können wir, wurde gesagt, dass 3D-Druck die nächste industrielle Revolution sein wird. Wir werden nichts mehr anders produzieren, sondern wir werden alles einfach drucken, weil das ist das, wie die Produktion in Zukunft sein wird. So, also das Erste, was wir herausfinden wollten, waren, wofür verwenden Leute eigentlich 3D-Druck? Das war eine grausame Frage. Die eine Sache, die wir herausgefunden haben, ist, dass Leute, die 3D-Drucker haben, hauptsächlich Sachen für ihre 3D-Drucker drucken. Das war nicht so die wertvolle Erkenntnis. Also deswegen habe ich diese Frage verworfen und dann habe ich die Universität gewechselt nach Würzburg und die waren auch ein bisschen frustriert, weil wir nicht sicher waren, was eine interessante Perspektive auf 3D-Druck ist. Zu der Zeit habe ich ein Buch geschrieben über Kreativität und dafür haben wir auf Thingiverse geschaut. Thingiverse ist eine Plattform, auf der 3D-Druck Dinge geteilt werden und alles ist unter einer offenen Lizenz. Das heißt, alle Sachen, die da veröffentlicht wurden, können von anderen wieder verwendet werden und wichtig ist dabei, dass angegeben wird, was dabei geremixed wurde, was die ursprüngliche Quelle war, aber es kann alles dann offen weiterverwendet werden. Wenn wir uns die Literatur anschauen, die Literatur hat eine sehr klare Vorstellung,
davon, was Kreativität ist. Die Idee ist, dass die Kreativität darauf aufbaut, auf Dingen, die wir bereits kennen, auf verschiedenen Bausteinen, die wir neu zusammensetzen. Und die Vorstellung ist, dass das die Kreativität ist, diese Neuzusammensetzung von Sachen, die wir bereits wissen. Wenn wir Leute fragen, woher sie ihre Ideen hatten, woher sie ihre Kreativität geschöpft haben, manche von ihnen können sich einfach nicht daran erinnern und andere wollen nicht sagen, woher sie es haben, weil die sich nicht auf die Quellen beziehen wollen wegen rechtlichen Gründen. Also haben wir uns Thingiverse angeschaut. Wir haben die Plattform angeschaut. Wir können uns auf der Plattform alle Sachen anschauen, die hochgeladen wurden. Und die Verbindungen zwischen den hochgeladenen Sachen anschauen und visualisieren. Was wir hier auf dieser Folie sehen, ist eine Netzwerkstruktur. Also alle Sachen, die hier gezeigt werden, hängen zusammen. Mach mal irgendwie weg. Hat mich niemand verstanden? Okay, sehr gut, super. Gucken mal, es ist nur, weil ich meine Hände so viel bewege. Und das soll ich ja nicht. Okay. Okay, I'll try to be a bit louder. Also ich versuche jetzt ein bisschen lauter zu sein. Wir werden mal schauen. Also was wir hier sehen, das ist die Kategorie Mode. Und Thingiverse hat eine ganze Menge Kategorien, 11 oder 12 verschiedene. Und da können die Leute ihr Design hochladen und müssen sich für eine Kategorie entscheiden. Und dann können Leute die remixen oder auch ihre eigenen Sachen hochladen. Und was wir uns allein schon vom Anschauen von den Kategorien gesehen haben, ist, dass die Kategorien sich extrem unterscheiden. Also das erste war Mode und das ist jetzt die Kategorie 3D-Druck, also wo die Leute zum Beispiel Ersatzteile für ihre 3D-Drucker hochladen. Und was man jetzt, indem man sich allein dieses Universum anschaut, dann sieht man, also ich habe auch noch ein anderes, aber das passt nicht so richtig zu dem, was ich hier erzählen will, deswegen kann ich das mit reintun, aber von der Struktur her sehen wir schon, dass hier was passiert. Also was man sieht, der Unterschied zwischen den beiden ist, bei der Modekategorie, die ist sehr hedonistisch. Also die Leute wollen irgendwas sehr Individuelles. Die wollen zum Beispiel einen Ring, der ihren eigenen Namen drauf hat oder den also niemand anderes hat. Und deswegen sieht man diese großen Cluster in der Mitte, wo die Leute Dinge etwas verändern, damit es individuell ist, damit es ihre Lösung ist. Und das hier ist ein ziemlich großer Unterschied dazu. Das ist die 3D-Druck-Kategorie. Und was man sieht, ist, diese Lösungen, da geht es hauptsächlich um den Nutzen. Also Dinge sind heftig verteilt. Also es gibt Teile, wo nur zu sehr wenigen Sachen zusammenhängen. Jemand hat sich eine Lösung überlegt und jemand hat gedacht, na gut, da könnte ich vielleicht noch ein bisschen was verändern, was ich lieber haben würde. Und dann gab es quasi die endgültige Lösung und die war okay. Und dann sind sie zu einem anderen Problem übergegangen. Also sieht dieses Universum schon komplett anders aus. Und da könnte man vielleicht auch Schlüsse drüber ziehen, was das mit Kreativität zu tun hat. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben ungefähr 80 Leute interviewt, wir haben Fragebögen an ein paar hundert auch rausgeschickt und wir haben uns alle Designs auf dieser Plattform, das sind ein paar hunderttausend, angeschaut. Und das Erste, was man macht, ist, man versucht herauszufinden, gibt es irgendwas Spezielles, was für den Vorgang, also der kreative Prozess, ist der in irgendeiner Art und Weise speziell? Und was wir herausgefunden haben, ist, dass es 4 Aspekte gibt, über die wir reden können. Den ersten, den nennen wir Trigger, also Auslöser. Das heißt, jeder Kreativprozess wird von irgendeinem Auslöser gestartet. Und wenn wir in die Literatur schauen, dann sieht man häufig, dass diese Trigger als Problem beschrieben werden. Also Leute haben ein Problem und dadurch wird der kreative Prozess gestartet. Und wir haben herausgefunden, das stimmt nur ein Stück weit. Also die Hälfte der Leute haben ungefähr angefangen, weil sie ein Problem haben. Und die anderen haben angefangen, weil sie irgendwie interessiert waren an irgendwas, weil sie was lernen wollten, weil sie interessiert waren an irgendwas. Und das hat dann den Prozess angestoßen. Und die zweite Sache, die wir
herausgefunden haben. Das ist die sogenannte Inspirationsphase, also wo es darum geht, eine Idee zu haben. Und das schauen wir uns bei Remixing auch mal an, weil Remixing ist wohl einer der zentralen Punkte in diesen kreativen Communities. Und was dann passiert, das ist ganz interessant. Wenn wir, also für Leute in dem Raum hier ist es wahrscheinlich nicht so interessant, aber für uns als Sozialwissenschaftler ist es interessant, denn wir haben da nicht häufig Kontakt dazu. Und zwar wird es häufig früh verteilt. Also wenn wir uns überlegen, bei physikalischen Objekten war es immer schwierig, die schnell zu verteilen. Also wenn wir ein CD-Album produziert haben, dann musste man jemanden finden, der die unter die Leute bringt. Und hier ist es relativ leicht, Objekte zu verteilen. Und weil das sehr leicht ist, Dinge zu verteilen, ändert das ein Stück weit auch den Prozess. Die Leute verteilen ihre Dinge früher. Und sie werden selbst dann verteilt, wenn sie noch nicht so richtig fertig sind, damit sie dann Feedback kriegen. Und auf Basis dieses Feedbacks können sie dann ihr Design verändern oder verbessern. Und in einer analogen Welt passiert die Verteilung natürlich ganz am Ende. Aber hier sagen die Leute, naja, also selbst wenn ich noch nicht so ganz sicher bin, ob das der richtige Weg ist, dann verteile ich es erstmal und dann hole ich mir Feedback und verändere es vielleicht nochmal. Und die Reaktion, die wir gefunden haben, das hat dann den kreativen Prozess tatsächlich auch verändert. So, dass also der Verteilungsschritt weiter vorne passiert. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, das ist im Prinzip vielleicht dasselbe, wie wir es mit Software schon machen seit 20 Jahren. Aber es ist ein Stück weit interessant. Und wenn jetzt Sozialwissenschaftler sich so ein Problem anschauen, dann ist eins der Dinge, was sie häufig versuchen, dass sie versuchen, das Problem zu kategorisieren. So, dass man sagen kann, also es ist nicht nur ein Problem, sondern das ist eine Gruppe von Dingen. Und das ist ein netter Trick. Also wenn man Management macht, dann hat man normalerweise eine 2x2-Matrix und das löst dann häufig Probleme einfacher. Und was wir hier versucht haben, wir haben uns das genau angeschaut und wollten uns diese Remixe anschauen. Finden wir vielleicht ein Muster, wie Menschen Dinge in ein neues Ding kombinieren? Und das, wir haben den Eindruck, es gibt da solche Muster. Und mit nur ganz wenigen Mustern können wir das gesamte Universum, das wir uns da genau angeguckt haben, erklären. Und das Erste, was wir herausgefunden haben, ist, dass es eine lineare Weiterentwicklung, also es gibt nur ein Design und dann nimmt es jemand und der verbessert es dann. Also jemand hat, also ihr habt diese Flasche, jemand sieht die Flasche und macht eine längere Flasche. Und jetzt gibt es vielleicht auch interessantere Sachen und die komplizierteren fallen in zwei Kategorien und die ersten nennen wir konvergent. Also mehrere Ideen werden in ein neues Ding zusammengeführt. Also das Erste, das nennen wir Merge, also zusammenführen. Also man sieht verschiedene Ideen, zwei Ideen und kombiniert dann das zusammen in eine neue Sache. Also ein Beispiel, was wir immer benutzen, ist, jemand hat eine Diskussionsmünze, da ist also irgendwie ein Elefant drauf gewesen und also die Logos der beiden US-Partys, der beiden Parteien in den Vereinigten Staaten, und da konnte man quasi rausfinden, für wen man jetzt stimmen soll. Und die zweite Kategorie, die nennen wir Retrospect, also zurückgucken. Es gibt also quasi einen Großvater, der hat ein Kind und dieses Kind hat wieder ein Kind. Aber das Kind des Kindes kriegt irgendwas von dem Großvater, was in dem eigenen Elternteil nicht mit drin war. Das heißt, irgendwas wird weggelassen und kommt dann später wieder zurück. Also ein Beispiel zum Beispiel, also irgendjemand sagt mir erzählt, dass in Windows haben sie den Startbutton jetzt zurückgebracht, obwohl sie das in einer Version weggelassen haben. Also das sieht man jetzt auch in dem Fach Innovation Management ganz häufig. Ich weiß nicht, ob ihr mal von Gronky Wonkies gehört haben, von Leos, von Lego. Und als ich ein Kind war, gab es nur Lego-Steine, die keine Figuren waren, sondern einfach nur Lego-Steine. Und jetzt im letzten Jahr haben sie, also zwischendurch gab es so Star Wars und alles Mögliche, und jetzt gibt es quasi wieder die ganz reinen Lego
Dinger und die haben jetzt quasi das wieder zurückgebracht. Also das war in der Zwischengeneration nicht drin und jetzt bringen sie es quasi wieder zurück. Und das nächste ist, nennen wir Geschwister. Also mehrere verschiedene nehmen dieselben Zutaten, aber kommen dabei auf verschiedene Ergebnisse. Also sie haben jetzt nichts miteinander direkt zu tun, aber sie haben dieselben Zutaten. Und das könnte man sich zum Beispiel vorstellen als etwas, was man zum Beispiel in einer Cocktailbar sich vorstellen könnte. Also in einer Cocktailbar, es gibt eine sehr übersichtliche Menge an Zutaten, aber man kann mit denselben Zutaten zu verschiedenen Cocktails kommen kann, also sehr unterschiedlichen Cocktails. Man schaut sich also die Inhalte an und kommt aufgrund dieser Inhalte zu einem bestimmten Ergebnis. Und das Letzte, das nennen wir Compilation, also Zusammenstellung. Also Leute schauen sich eine ganze Menge Dinge an und machen daraus ein neues. Also eine Compilation, das war zum Beispiel sowas wie das ultimative XY. Also irgendjemand schaut sich halt eine Menge von Dingen an und macht daraus dann das ultimative Ding. Also irgendwer hat da zum Beispiel das ultimative Batman Symbol gebastelt, hat sich also die ganzen Batman-Symbole angeschaut und hat die zusammengebastelt und gesagt, okay, das ist jetzt das Ultimative, wir brauchen kein neues Batman-Symbol mehr, das ist jetzt die Lösung für das Problem Batman-Symbol. Und diese ganzen Muster, die konvergieren alle. Also die nehmen Inputs und erzeugen daraus irgendwas Neues. Und die anderen die Idee ist jetzt, mehrere Leute schauen sich dasselbe Ding an und kommen zu verschiedenen Lösungen daraus. Also ein Fork, das ist dann halt, wenn ich aus einer Lösung, schauen sich zwei Leute an und kommen zu komplett unterschiedlichen Ideen. Also man hat ein iPad und dann gibt es ein iPad Mini und ein anderes iPad, also da komplett unterschiedliche Ideen, die da aus demselben Ding entstehen. Und dann das Bouquet, also da wird eins zu verschiedenen, vielen verschiedenen Sachen. Also das Ding in der Mitte ist häufig irgendwie ein Werkzeug oder ein Reifen oder sowas. Also irgendwas, was mehrere Anwendungsfälle hat. Und das nächste, was wir uns, also das ist auch für die Plattform sehr, sehr wichtig, das heißt da Customizer. Das kann man also auf der Plattform benutzen und ein Design verändern, ohne dass man Ahnung hat von CAD-Programmen und das für sich spezialisieren. Und das hat in gewisser Weise das große Wachstum von Thingiverse gestartet, weil Leute ohne großes technisches Wissen die 3D-Objekte für sich anpassen können. Und die ersten großen Sachen waren Dinge, wo die Leute dann ihre persönlichen Manipulationen dran vornehmen könnten. Und das Letzte, das hat sehr viel zu tun mit diesem Customizer, der Template-Builder, aber das hat ein Elternobjekt. Also jemand hat ein Objekt gesehen und hat dann gesagt, aber es wäre noch cooler, wenn andere Leute das anpassen könnten für sich. Und dann hat jemand dieses Objekt in so einen Customizer umgewandelt. Und das ist dann sehr erfolgreich geworden, weil Leute das leicht verändern können. Okay. So. Wenn ich das erzähle, da kommen immer zwei Fragen auf. Die erste Frage ist, wenn Kreativität in Muster heruntergebrochen werden kann, können wir dann Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, verwenden, um Kreativität zu erzeugen, kreative Sachen zu machen? Ich sehe das ehrlich gesagt nicht in der nahen Zukunft. Wenn ihr diese Frage habt, dann würde ich euch dazu anregen, das selber herauszufinden. Wir haben die Muster, um zu beschreiben, wie Kreativität funktioniert, aber wir haben nicht den Input, wir haben nicht die Ideen, die wir da hineingeben können. Die zweite Frage, die ich immer bekomme, ist, du vergleichst Äpfel mit Orangen.
Es gibt dem Customizer und es gibt ein Toolkit. Also es ist nicht wirklich Kreativität, wenn du einen Ring hast und dann schreibst du einfach nur deinen Namen da drauf, oder wenn jemand wirklich was nimmt und daraus ganz eine neue Sache macht. Also sollte das erste Beispiel bereits als Kreativität gelten oder gilt das erst, wenn man wirklich was Eigenes daraus schafft? Und ich finde das eine sehr schwierige Frage, weil ich kann da keine Linie ziehen, wann genau fängt Kreativität an oder was ist die Komplexität, die benötigt ist, um etwas als einen kreativen Prozess zu beschreiben. Es gibt, wir können die Sachen auf zwei Achsen visualisieren. Wir schauen uns die, auf der einen Achse schauen wir uns die Quellen an. Die Quellen können von der gleichen Kategorie sein oder von einer anderen Kategorie. Also die eine Kategorie könnte zum Beispiel Mode sein oder die zweite, also, oder es könnte eine andere Kategorie sein. Oder es können auch von verschiedenen Kategorien auskommen. Also man kann nicht nur Batman Science zusammenmischen, sondern auch Mode und Batman Science oder noch ganz andere Sachen. Und die andere Achse sind die Quellen. Das eine ist ein Customizer, wo du eine einfache Veränderung vornimmst. Die zweite Spalte ist, wenn du ein Elternelement hast und daraus was Neues machst. Und die dritte Kategorie ist, wenn du mehrere Elternelemente hast und daraus ein neues Objekt entwickelst. Wenn wir rechts oben anfangen, oder wenn wir nach rechts oben gehen, wird die Komplexität immer größer. Und was wir dabei herausgefunden haben, ist, dass dadurch, dass die Plattform erlaubt hat, die Sachen zu verändern, das war der Auslöser dafür, dass die Menschen das auch genutzt haben. Menschen fangen an, Sachen zu verändern. Und sobald sie damit erstmal angefangen haben, vertiefen sie sich darin immer mehr und werden immer, und die Sachen, die sie machen, werden immer komplexer. Wenn sie mit etwas Einfachem anfangen, kommen sie nach der Zeit da immer mehr rein und machen immer komplexere neue Entwicklungen und neue Ideen. So one would say like Rosemary, one would say Thyme. And someone else looked at that and said, well, that's an interesting idea. Also wir hatten zwei verschiedene Sachen. Wir hatten was mit Pflanzen, wo es einmal Rosmarin gab und einmal Thymian. Also wir haben, und dann hat jemand anderes geschaut, für diese Anzeigetafeln für die Sachen. Und jemand anderes hat gesagt, ja, wir haben keine Pflanzen, aber wir haben andere Sachen und wir können diese Schilder nehmen, um da was auch drauf zu drucken. Das ist dann bereits ein kreativerer Prozess, als einfach nur Schilder für Pflanzen zu machen, sondern diese Schilder zu nehmen, die jemand anderes entworfen hat und die für eine andere Kategorie zu verwenden. Es gibt ein weiteres Ding, über das wir reden sollten. Unsere Ausgangsfrage war, wofür verwenden Leute 3D-Drucker? Und was wir jetzt, worüber wir jetzt sprechen, ist, dass es interessant ist, zu schauen, was die Rolle von Remix in dieser Entwicklung von Kreativität ist. Auf der X-Achse haben wir alle Probleme in der Welt. Und auf der Y-Achse haben wir, wie viel Leute die Lösung für dieses Problem brauchen. Wenn da eine große Nachfrage für eine Lösung ist, dann ist sehr wahrscheinlich, dass dafür eine Lösung gefunden wird. Das Argument für die industrielle, also für 3D-Druck als industrielle Revolution ist, dass Leute statt in den Laden zu einem 3D-Drucker gehen. Und wir glauben, dass das nicht die komplette Geschichte ist, sondern dass das nur ein Teil davon ist.
Wir haben herausgefunden, dass Leute ganz viele verschiedene Dinge für 3D-Drucker entwickeln. Und eine weitere davon ist, dass Sachen eben, dass Leute Sachen entwickeln, die eine sehr individuelle Lösung sind. Sachen, die man eben nicht im Geschäft kaufen kann, weil es diese Lösung nicht gibt, weil das ein sehr individuelles Problem ist, was einzigartig ist. Und sie können dadurch ein einzigartiges Ding für sich drucken. You would also have an individual solution to a problem that wasn't available before. Also wir hatten das vorher auch schon, denn es gab zum Beispiel so Workshops, wo sich Leute dann getroffen haben und dann zusammen Dinge zum Beispiel aus Holz hergestellt haben. Und was wir bei 3D-Printing jetzt noch gesehen haben, ist, dass die Leute irgendwas genommen haben, was vielleicht nicht so interessant war, dass es für die Massenproduktion interessant war, aber die übernehmen das und remixen das dann, sodass es irgendwas anderes ist, was auch nur eine gewisse Menge Leute vielleicht interessant finden. Und das hat man zum Beispiel bei Mode gesehen. Es gab so ganz viele kleine Punkte, viele verschiedene Lösungen, die nur sehr wenig Leute gebraucht haben, aber alle diese Leute waren ganz einfach in der Lage, da mit einem Remix ihr Produkt, also zum Beispiel in einer gewissen Stelle einfach nur ihren so einen Strich hier zu erzeugen in einem Bereich, wo es eben vorher keine Lösung gab. Und das ist vielleicht auch eine der Lösungen, also eine der Antworten auf die Frage, wofür benutzen die Leute 3D-Printer? Und vielleicht ist es nicht ganz so elegant wie die Antwort, als ich vor 4 Jahren gedacht habe, als ich mir das zum ersten Mal angeschaut habe, aber es ist vielleicht ein ganz interessanter Ansatz, um hier Zugang zu kriegen. Und es gibt noch 2 Dinge, über die ich außerdem reden wollte. Und um das also jetzt nochmal zum Schluss zu kommen, wir reden über Kreativität und vielleicht ist das Interessante hier, dass Kreativität an sich vielleicht doch nicht so chaotisch ist, als was ihr vielleicht gedacht habt, bevor ihr den Talk hier gehört habt. Und es folgt in gewisser Weise eine ganze Menge von Mustern. Und wenn wir die verstehen, dann kann das vielleicht helfen, kreative Prozesse in der Zukunft besser zu ordnen. Und es auch einfach zu machen für Leute, dass sie einen Fuß in die Tür kriegen, also dass es ganz einfach ist, einen kreativen Prozess zu starten. Und das ist in gewisser Weise vielleicht eine Einstiegsdroge zu mehr Kreativität. Und wenn wir das benutzen können, dann ist es vielleicht ganz hilfreich, einen ganz einfachen ersten Schritt für den Leuten anzubieten, damit sie da anfangen können. Und bei 3D-Druck, da haben wir herausgefunden, dass wir eine sehr kreative Community haben. Also dieser Prozess, die Leute da benutzen, das können vielleicht auch andere Communities benutzen und davon lernen. Und es ist vielleicht für euch interessant, mal mit denen die nächsten Tage auch mit 3D-Druckern zu reden, damit ihr da auch mit euch engagieren könnt. Und falls ihr vielleicht in diesen Communities schon aktiv seid, dann seid weiterhin aktiv, macht weiter damit. Wenn jemand euch eine Frage nach einem Interview oder euch vielleicht bittet, einen Fragebogen auszufüllen, dann macht es für uns bitte. Und das ist alles für heute. Danke, dass ihr...